Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2. Ich gehe jetzt erstmal zurück im letzten Part. Ah, hier kann ich es nicht. Haben wir, oder gibt sich Aqua immer mehr der Dunkelheit hin, haben uns jetzt für dieses Outfit entschieden mit einem schönen Lila. Ja. Und ja, würdet ihr nicht auch mit euch selbst in der Dunkelheit reden, wenn ihr niemanden habt? So abwegig ist das nicht. So. Als Quest oder Mission, erstmal gibt es wieder die Karte, müssen wir 50 Ranken besiegen. Davon haben wir jetzt, glaube ich, so ungefähr 6-7 getan. Und Blumen finden, die Fauna, Flora und Sonnenschein repräsentieren. Also Rot, Grün und Blau. Kann ich euch nicht... Nee, die Mission war... Wenn euch nicht... Lass mich raten, euch ist nur mit Feuer zu behelfen. Oh mein Gott, wie easy. Alter, aber man merkt echt so, dass das... Oh. Okay. Hier ist aber auch nichts. Dass das Casten so ein bisschen ist wie in der Vorschau von Kingdom Hearts 3. Du kannst im Bewegen Spells ausüben, während du dich weiterhin bewegst. Das ist so ungewohnt. Aber hey... laufe Terra und Ventus hinterher. Ah, okay. 18 Ranken gekillt. Was? 18? Zählen die so viel? Okay. Man kann die Kleidung schwarz färben, wenn man die ganze Dunkelheit quasi... also die ganzen Farben auf Null macht. Das war kein Exzellent? Willst du mich verarschen? Ich falle gerne runter. Das war kein Exzellent? Jetzt im Ernst? Das war... Wurde gerade mein Eis abgebrochen? Also Eiskar? The fuck? Bitte, Eiskar. Während ich nochmal auf die Fresse bekomme. Wo bist denn du? Da. Da oben. Ja, schön. Ich heile mich erstmal. Ist hier unten sonst noch wer? Nö. Ich konnte doch in der Luft blocken. Warum ging das jetzt nicht? Na, wer weiß. Ah, okay. Er springt immer auf eins. Und warum machst du eigentlich immer so viel Schaden? Ah. Kann er mir auch nicht beantworten. Okay. Hier hätte ich rüber sliden können. Die Frage... Hätte ich können, aber es ist nur für ein Item. Nehme ich auch gerne so. Ach, anvisieren wir hier. So, vielleicht kann ich das jetzt schaffen mit... in der Luft bleiben. So, das ist Nummer 3. Das ist Nummer 4. Und es gibt kein 5. Sad story. Schade. Dann gehen wir mal in Ars Magica rein. Vielleicht... Kriegen wir hier noch was? Ich habe gerade echt Schaden bekommen. Ernsthaft? Ich dagegen gelaufen bin. Sieht aber nicht so aus, als ob wir rechtzeitig... Oh, da sind sie. Dann gehe ich da noch nicht hin. Ich will doch nur Ars Magica. Komm schon. Jetzt kriege ich erstmal Volker. Ja, geil. So, noch mehr. Eigentlich müsste ich jetzt ja noch ein bisschen Kontern üben. Aber, nö. Was
zur Hölle? Wo ging das Eiskar hin? So, noch ein. Seid das wirklich nur noch ihr Fliegeviecher? Oh, nice. Not. Euer Angriffsmuster kenne ich noch nicht. Kannst du dich, wenn du schon Beybladest, bitte zu mir Beybladen? Oh Gott, habt ihr noch viel Leben, wenn ich euch kontern muss. Okay. Ist etwas scheiße für die Mission, aber irgendwie will ich sie machen. Hätte ich wirklich an den Schatten durchtun sollen. Ach. Die Attacke hätte ich, glaube ich, sowieso nicht kontern können. Ach, scheiß drauf. Mach ich bei den nächsten Schattenlurchen. Und, kommt noch mehr? Nö. So, was haben wir hier? Ich kann da nicht rauf, okay. War das eine Blume, die sie repräsentieren dürft, tun? Weil eigentlich hätte ich gedacht, ich hätte, sollte welche finden, wo alle, quasi alle drei zu sehen sind. Du hast gleich einen Termin? Was für ein Termin? So. Ach, die Rolle. Ich finde die eigentlich ganz cool, die sie macht. So. Just in case I backtrack. Nicht, dass ich noch irgendwas übersehen habe. Besonders hier beim Rumfahren nicht. Warum hättet ihr nicht fünf Gegner sein können? Das wäre so awesome gewesen. Aber nö, da ist nur die Kiste. Ich komme hier sonst nirgendwo hin. Dann heißt das, wir gehen weiter. So, ich wusste doch, irgendwie war hier doch noch was. Okay, das Anvisieren muss ich mir echt angewöhnen. Dass das Anvisieren hier in diesem Teil auf jeden Fall. Oh, noch mehr. Ach so, weil ich die Dawn vernichtet habe, ne? Nicht mehr so automatisch läuft wie vorher. Sondern ich das ziemlich hardcore manuell machen muss. Wow, da war da echt was im Weg. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich nur 50 Dornen gibt, die ich vernichten muss. So, habe ich jetzt hier oben alles. Yep. Nachhilfe. Dann sei eine gute Nachhilfe. Und sorg dafür, dass die andere Person besteht. Oh, da kommen Ranken. Schattenbrunnen darf ja auch nicht fehlen, ne? Okay, eigentlich sollte ich ja wissen, was das so tut, so ein bisschen. Okay. So, wo landest du? Das sind einfach nur. Wow. Also ich weiß ja, was du so ein bisschen kannst und so, aber. Immer wieder bewundernswert, wie das dann in manchen anderen Spielen so ist. Eigentlich müsste ich ja auf deinen Kopf, aber eigentlich ist immer so ein schönes Wort. Hallo, warum kann ich nicht. Ah, okay, wenn du es freigeschalten hast und einmal richtig hart getroffen wirst, dann kann ich es nicht mehr machen. Alles klar. Ah, ist Magiker, so. Eiskönigin. Ja, nice. Jetzt kann ich auf deinen Kopf.
Oh, nicht schon wieder diese Attacke. So, werde ich davon getroffen? Ja, natürlich. Aber ich habe ja so gesehen mit Ars Magica ein bisschen Barriere, wenn ich meinen Dash-Angriff habe. Also, von daher, who cares? Und Ars Magica ist aber schlecht, wenn ich es aktiviere. Weil ich... Oh, okay, ich treffe doch. Aber nur der letzte... Das letzte bisschen. So, Schattenborn. Auch du bist nicht so die Herausforderung hier bislang. Bist du eigentlich in keinem Spiel. Im Trailer hier, Mickey, das kann sehr gut sein. So, hier ging's. Von hier sind wir gekommen. Uns fehlen ja immer noch zwei Blumen. Das darf ich ja nicht vergessen. Aber so wie es aussieht, gibt's ja nicht wirklich eine Erhöhung. Also, Terraven, adieu again. Das war jetzt nicht beabsichtigt da rein, aber hey. Noch einer. Aber wenn zwei da nichts ist. Angriff und Magie erhöht. Ah, ich wollte ja blocken üben. Kontern und killen. Beschränken wir es auf einmal. Kann den nicht anvisieren, okay. Er macht auch nichts weiter. Er guckt jetzt, jo, ich habe meine Kinder auf dich losgelassen und jetzt, mal gucken, woran du verreckst. So nach dem Motto. So, jetzt habe ich mysteriöse Flügel erhalten. Passt. Gleich mal angucken, wie die aussehen. Makellose. Von wegen, die sind auch weiß. Die sind schon mal etwas blauer. Passt doch. Blauer ist immer gut. So, ich habe Angst, dass ich hier irgendwo eine Blume übersehe. Eisgar. Blitzkar. Also Blitzkar haut rein, aber ich sehe hier keine Blume. Okay. Hängen wir uns mal ran. Geil gekauft, nur wegen Mickey, was? So, hier sliden wir wieder. Kamera, please. Ach, da ist der Schattenborn, deswegen. Ich dachte, Kamera, please. Ich wollte hier nur umdrehen und, gucken, ob hier nicht noch eine Blume war. Aber nein. Okay. Er versperrt uns den Weg, damit wir den regulären nehmen. Und ich habe echt Angst. Ich bin gesprungen und es hat funktioniert. Okay. Das ist noch nicht einmal getroffen. Getroffen wurde, ist ein Wunder. Wurde ich da gerade getroffen? Jetzt mal als ernsthafte Frage, wurde ich da gerade getroffen? Och nö, nicht. Och. Ja gut, die Novas immerhin. Geht da rein, wird erstmal 100 Mal getroffen. What the fuck? Okay, Ars Magica schon mal aktivieren, das ist schon mal sehr gut. Kiste lassen wir. Och. Komm schon, ich muss Ars Magica vollkriegen. So, einmal Volker noch und dann einmal Ars Magica. Das ist doch eine schöne Pirouette zu Ende. Ja, ja, Feuer gegen Wasser benutzen und es ist effektiv. Macht Spaß.
So, noch mehr Äther. Ich verwende sowas irgendwie nie. Die kann ich jetzt nicht vernichten, oder? Schade. Dann wollen wir doch mal sehen, bei wie vielen Dornen ich jetzt schon angekommen bin. Kann ich nicht? Nein, ich kann nicht mit RL schneller durchskippen. Eine Blume gefunden. Ich krieg Mini-Ohren. Wow. Drei Dornen fehlen noch. Okay, dann kann es wahrscheinlich nicht so sein, dass ich wirklich... Ich hoffe, ich habe wirklich keine Blume verpasst. Ich kann nicht zurück. Es ist wahrscheinlich wirklich nicht so, dass es nur 50 Dornen gibt. So, da ist jetzt schon wieder ein Schattenborn. Der nicht angreift. Okay. Ach, der wirft einfach nur. Und zurück mit dir. Spiralweiß. Hey, ich hab den... Oh, und den muss ich wieder besiegen. Das ist ja bescheuert. Volker. Oh, fuck. Ich hab kein Leben mehr. Könnte ein Game Over werden. Weil ich auch zu früh blocke. Warum hatte ich zu wenig Mana? Netter Tipp. Weiche Attacken mit R, Viereck aus. So, wo fange ich wieder an? Ist die gute Frage. Oh Gott. Sind wir jetzt schon wirklich bei Birth by Sleep wieder angekommen, dass man so lange laden muss? Hallo? Beim Speicherpunkt. Habe ich überhaupt gespeichert hier? Nein, habe ich nicht. Äther. Das heißt, der Konter und so weiter da hinten zählte auch nicht. Ich glaube, ich sollte mal speichern wieder. Habe ich das echt nicht getan? Keine Ahnung. Gut, der Born macht nichts. So, jetzt will ich erstmal gucken. Ich kann nicht gucken, was meine neue Aufgabe ist. Ah, renne ich da noch rein, ey. So, kann ich denen dadurch Schaden machen? Oh, danke, dass ich nicht blocken konnte dadurch. So, dann vernichten wir ihn doch einfach so. Das ist doch the easiest way. Blocken ist für Noobs. Ah, er hat sie wieder zurückgeschlagen. Okay. Ich glaube, ich sollte mich auch so ein bisschen um diese Dinger hier kümmern. Und dann kommen die echt von hinten an. Wie unfair ist das denn? Was passiert, wenn ich jetzt hier runterfalle? Nichts. Alles klar. Das ist sehr gut. ...1600 Erfahrungspunkte. Und du bist mir auch einer. Da hinten glitzert sowas. Ach, das ist der Speicherpunkt, ne? Der Born ist nicht mehr da. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier irgendwann... Ach, der Born ist noch da, okay. Ich denke wirklich, ich habe schon irgendwie was verpasst. Jo, dir auch noch einen schönen Tag. Und die YouTube-Watcher, schöne Woche. Jo, die Frage ist nur, wann lade ich es hoch? Wahrscheinlich sowieso erst nächste Woche. Und dann ist der Part schon wieder darauf folgend. So, ich wollte ja... Weiß. Ich sehe es. Es ist weiß. Gucken, was für neue jetzt schon wieder aufgetaucht sind. Besiege Schattenborne. Habe ich nicht schon zwei besiegt? Ach ja, aber die Aufgabe war ja erst danach da. Hm. Ist wieder mal so eine Sache.
Gut. Dann würde ich aber auch sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Mal gucken, ob uns der Schattenborn da hinten auch wieder angreifen will. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.